Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Kanal von Voltus heute mal. Ich weiß nicht, ob mich jeder kennt, ich stelle mich kurz vor. Ich bin Matthias Kleine, ihr kennt mich vielleicht vom Kanal hausautomatisierung.com. Heute möchte ich mal mit dem Michael Möller, der sich gleich gerne nochmal kurz vorstellen darf, über das Thema KNX Deutschland sprechen und im Anschluss dann eben auch über die Vereinsgründung und so weiter. Das wird aber in einem zweiten Video passieren. Dazu später mehr. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ich da sein darf an Michael. Vielleicht stellst du dich noch einmal kurz vor mit ein paar kurzen Sätzen. Ich denke, dich kennt jeder. Ja, hallo Matthias, mein Name ist Michael Möller. Ich bin Geschäftsführer und Mitgründer der Voltus GmbH aus Bad Schwartau. Wir betreiben einen recht erfolgreichen Onlinehandel mit großem Schwerpunkt in Gebäudeautomation. Außerdem bin ich seit Februar letzten Jahres im Vorstand der KNX Association, eins von 14 Boardmitgliedern, und seit neuem, und das ist der Hauptanlass für diese Videoreihe, im Vorstand der neu gegründeten KNX Deutschland. Perfekt. Ja, und wie es zu dieser Gründung gekommen ist und wie die Reise dahin ist, das wollen wir in diesem Video einfach mal erörtern, was die Gründe dafür waren, jetzt noch einen neuen Verein zu gründen und welche Rolle der spielt. Damit wir da hinkommen, sollten wir vielleicht einmal darüber sprechen, wie hat es eigentlich mit dem KNX-Standard in Deutschland angefangen? Wer vertritt dort welche Interessen? Vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen ausholen. KNX kommt ja ursprünglich aus Deutschland. Soweit ich weiß, du weißt da sicherlich ein bisschen mehr. Wann hat das Ganze angefangen? Ja, und wie hat sich das Ganze etabliert? Wer hat dort mitgespielt und das Ganze dann organisiert? Ja, ich weiß bestimmt nicht viel mehr als du, weil ich bin ja auch nicht... gehöre nicht zu den Urgesteinen mit den niedrigen einstelligen Mitgliedsnummern. Insofern kann ich auch nur das berichten, was ich so am Rande mitbekommen habe. Die meisten kennen den heutigen KNX in Deutschland unter dem Namen EIB, Europäischer Installationsbus. Das war der Standard einer Vorgängerorganisation namens AIBA. Wurde vor 32 Jahren gegründet. So alt ist der Standard schon und das erklärt auch, warum ich da noch nicht dabei war. Die AIBA ist dann später aufgegangen, ich glaube im Jahr 99, zusammen mit zwei anderen Standards in die CONEX, KNX Association, und daraus wurde eben der heute bekannte Weltstandard KNX, so wie wir ihn heute kennen. Mitgründer waren damals hauptsächlich deutsche Unternehmen. Ich kann nur ein paar wenige nennen, aber ich weiß, dass eben die Siemens, Gira, Insta, vermutlich ABB, da werde ich schon unsicher, aber ich glaube, die waren auch dabei, ABB, Buschjäger, heute, damals glaube ich noch getrennt. Und ein paar mehr. Ich bin mir nicht sicher, wer alles dabei war. Weißt du denn, wie sich das Ganze damals organisiert hat? Die haben sich einfach mal getroffen untereinander und haben dann gesagt, wir gründen jetzt einen Standard, bevor jeder was Eigenes macht, und legen dann mal ein Protokoll fest? Oder wie war der Ablauf dort? Ja, die Inhalte kann ich mir ja vielleicht mal nächste Woche in Frankfurt dann erläutern lassen von den Urgesteinen. Auf jeden Fall gab es den Bedarf, einfach dieses neue Thema zu regeln. Also es musste ein Standard her, nach dem die Industrie produzieren kann, der auch von Anfang an eine gewisse Nachfrage hat, der auch akzeptiert wurde bei Installateuren. Das war ja eine ganz andere Welt als heute. Also damals konnte man sich ja nicht Wissen einfach aus dem Netz holen. Heute ist das Wissen ja überall verfügbar. Damals war es so, dass eben Menschen mit Katalogen hin und her gefahren sind und zu Schulungsterminen eingeladen haben. Und es bedurfte zur Verbreitung eines solchen Standards einer Organisation. Und ich glaube, deshalb ist es so, dass eben dieser Standard damals so funktioniert hat und auch so akzeptiert worden ist, weil einfach die Branche und gerade in Deutschland sehr gut funktioniert hat. Man hat also diesen klassischen dreistufigen Vertrieb gehabt in Deutschland. Die Industrie
verkauft an den Elektrogroßhandel über eigene Vertriebsstrukturen, damals aber auch sehr viel über Handelsvertretungen. Und die eigenen Vertriebsstrukturen und die Handelsvertretungen haben den Kontakt gehalten, sowohl zum Installateur als auch zu den Großhändlern. Und über diese Strukturen war es dann möglich, solch einen Standard zu setzen, der dann quasi auch automatisch umgesetzt wurde. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Keimzelle in Deutschland liegt. Denn in anderen europäischen Ländern oder weltweit gab es solche Strukturen gar nicht. Da hat jeder Hersteller quasi direkt an seine Kunden geliefert. Also wir haben da eine besondere Situation in Deutschland gehabt, die dann sicherlich auch zur Organisationsstruktur des KNX in Deutschland geführt hat. Darüber werden wir ja später hoffentlich reden. Ja, das wäre dann auch der nächste Punkt. Weißt du, wer das dann übernommen hat oder wie es dazu kam, dass sich eine KNX Association gegründet hat? Oder der ZVI war da ja auch mit involviert. Ich weiß die genaue Reihenfolge nicht. Vielleicht kannst du da nochmal ausholen, was der ZVI eigentlich ist und wie dann die KNX Association dazu kam. Ist es so, dass man die Tätigkeiten im Rahmen dieses Standards organisieren musste und das natürlich noch vor Gründung? Und da hat sich dann eben auch angeboten, dass man eine vorhandene Organisationsstruktur nimmt und dass die Stakeholder, die ein Interesse daran hatten, auch diese Organisation bereitstellen. Und so ist es eben dazu gekommen, dass man in dem sogenannten Zentralverband der Elektroindustrie, wo sich eben die typischen deutschen Schalterhersteller und Industrieautomatisierer im Verband organisiert haben, dass man solche Dinge dort besprochen hat. Da wurden Arbeitsgruppen gegründet und diese Arbeitsgruppe, die damals geschaffen wurde, die existiert eben bis heute und dort wurde alles besprochen, finanziert, verabredet und so weiter und so fort. Das war damals sicherlich sehr praktisch, dass man sowas machen konnte. Allerdings haben dann eben auch nur Elektroartikelproduzenten, die in diesem Verband organisiert waren, die Möglichkeit zur Mitarbeit gehabt. Was aber den Schwerpunkt der Branche ausmachte. Insofern war sicherlich der Großteil der Branche über die Hersteller dann vertreten. Das heißt, man musste im ZVI sein oder muss es auch heute noch, die Struktur gibt es ja noch, wenn du das sagst, man muss im ZVI sein, um dort mitreden zu können, aber man kommt nicht so einfach in den ZVI rein, weil man eben Elektrohersteller in der Form sein muss. Genau, ich kenne das ja nur von Aussagen, die ich so bekommen habe und eben von meinem eigenen Wunsch nach Engagement. Ich habe versucht, eben in diese Arbeitsgruppe in irgendeiner Form reinzukommen, dort mitarbeiten zu können und das, obwohl ich nicht klassischer Hersteller der Elektroindustrie bin und eigentlich dadurch eben auch keine Chance auf Mitgliedschaft im ZVI hatte. Und das hat mir aufgezeigt, das war ungefähr vor 3 Jahren, das hat mir aufgezeigt, dass eben es da Schwierigkeiten gibt, wenn man gemeinsam Marketing machen will, wenn man den Standard weiterentwickeln will, wenn man Prozesse verbessern will, vielleicht auch einfach Planungsprozesse, Bauprozesse. Also das muss ja letztendlich, weil alles komplexer wird, ineinander greifen. Und das kann ich natürlich nur, wenn die am Bauprozess Beteiligten auch alle mitarbeiten können. Das heißt, ich brauche den Input der Hausbaufirma, ich brauche den Input des Architekten, ich brauche den Input des Haustechnikplaners, muss seine Welt verstehen. Und das ist natürlich schwierig, wenn die Menschen, die an so einer Runde teilnehmen, alle von der Elektroindustrie kommen. Das Gleiche gilt fürs Marketing. Ich kann Marketing dann aus Sicht der Elektroindustrie machen, aber ob es das ist, was die anderen am Bauprozess Beteiligten brauchen, ist dann wahrscheinlich nicht der Fall. Gut, da hätte ja auch dann im Endeffekt vom
Elektroinstallateur über den Großhandel bis zum Hersteller irgendwie Feedback erfolgen müssen, was dann vielleicht mit viel Glück in dieser Runde landet. Aber die Frage ist ja dann, welche Rolle spielt die KNX Association neben dem ZVI dann in der Form? Also weißt du, wie die miteinander sprechen, ob da dann Rückkanal gebildet wird oder ja, du bist ja auch im KNX-Board, bekommst du das dann mit, dass im ZVI das und das besprochen wurde, was jetzt eben im Board besprochen wird? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, vielleicht gehe ich vorher noch mal kurz darauf ein, warum ich eben dort im Board bin. Ich habe also aufgrund meiner vergeblichen Versuche, dort mitarbeiten zu können, den Rat bekommen, dass ich ja schon als Mitglied in der KNX Association, wir waren Mitglied und sind es, in der KNX Association versuchen könnte, mich ins Board wählen zu lassen. Ich habe dann alle Boardmitglieder per E-Mail angeschrieben, habe denen geschildert, warum ich ins Board möchte und welche Ziele ich damit verfolge. Und ein Ziel war eben Mitarbeit für alle, weil mir und vielen anderen der Standard KNX sehr am Herzen liegt und auch unsere geschäftliche Tätigkeit zu einem sehr großen Teil darauf sich stützt. Das habe ich denen geschildert und es war dann soweit, alle 5 Jahre wird das Board neu gewählt und letztes Jahr im Februar habe ich mich der Wahl gestellt und bin gewählt worden. Und Herr Weinzierl und ich, also Weinzierl ist ein mittelständischer Elektrohersteller, Herr Dr. Weinzierl ist dann zusammen mit mir ins Board gewählt worden und ich will es nicht behaupten, aber ich glaube, wir waren die ersten Mittelständler im Board. Viele bezeichnen sich ja gerne als Mittelständler, auch wenn sie Hunderte oder Tausende von Mitarbeitern haben, aber ich glaube, wir waren die ersten echten Mittelständler dort, was mich sehr gefreut hat. Also diese Unterstützung, die wir bekommen haben, dass also die Worte auch, die wir an die anderen Mitgliedsunternehmen gerichtet haben, dass die Anklang gefunden haben und wir dann quasi direkt im ersten Anlauf mitarbeiten durften, ist schon eine sehr, sehr tolle Sache und zeugt auch davon, dass niemand ausgeschlossen werden sollte, sondern dass man sich über Leute freut, die einfach Energie reinstecken. Ja, so viel dazu. Ich bin also seit Februar letzten Jahres dort Mitglied und ich habe dann schnell mitbekommen bei den Board-Meetings, dass es Personenüberschneidungen gibt, also dass ein Großteil derer, die im ZVEI in der entsprechenden Arbeitsgruppe gearbeitet haben und somit KNX in Deutschland waren, dass die eben auch im Board sitzen. Also zwei Beispiele fallen mir jetzt ein, der Vertreter von ABB und der Vertreter von Haga zum Beispiel, aber auch der Vertreter von Siemens, wenn ich mich recht erinnere, sind in Person in beiden Gremien vertreten. Und natürlich funktioniert dann auch die Kommunikation zwischen der Arbeitsgruppe im ZVEI und der KNX Association, weil eben diese Menschen personenidentisch sind. Unternehmensidentisch gibt es da noch viel mehr Überschneidungen. Also zum Beispiel ein Mitarbeiter von Gira sitzt in der Arbeitsgruppe im ZVEI und ein Geschäftsführer von Gira sitzt im Board der KNX Association, wobei es dann schon wieder schwieriger wird, weil die natürlich nicht jeden Tag miteinander reden können. Ich bin jetzt in der glücklichen Situation, in der KNX Deutschland eben ins Board gewählt worden zu sein und somit auch in beiden Gremien Personenidentität zu haben. Ja, perfekt. Und wird denn da offen besprochen im Board, was der ZVI beschlossen hat, was da für Themen auf dem Tisch waren? Oder ist das mehr so ein bisschen ja, über die Personen, die dann die Interessen vortragen, von denen man dann weiß, dass die im ZVI dann beschlossen wurden? Also ich habe in den Board-Meetings, und das waren jetzt einige, wir haben die Schlagzahl stark erhöht. Auch das war ein Anliegen von mir, dass wir mehr Board-Meetings haben, weil es einfach viel zu besprechen gibt. Die Geschwindigkeit der technologischen Veränderungen, aber auch die Veränderung der Märkte hat das aus meiner Sicht erfordert. Und ich habe in den Board-Meetings nie erlebt, dass jetzt ein klassischer Bericht, ein Protokoll vorgelesen wurde, was haben wir dort jetzt besprochen,
Und was wurde vereinbart? Das kann man auch nicht erwarten, weil es ja 44 Landesgruppen gab. Ich glaube, die KNX ist die 45. Oder es könnte sogar sein, dass es jetzt 50 sind, dass wir die 50. sind. Ich glaube, es ist die 50. Auf der Messe hieß es, glaube ich, wir sind die 50. Landesgruppe als Deutsche. Es gibt sehr viele Dutzende von Landesgruppen. Und die Board-Meetings würden ja niemals dafür ausreichen, wenn man alle Landesgruppen quasi die Beschlüsse und die Maßnahmen aller Landesgruppen dort diskutieren würde. Also das ist nicht an der Tagesordnung. Es ist so, dass Inhalte rüberschwappen, ganz automatisch. Also dass dann entsprechend bei zu diskutierenden Themen die Mitglieder der Arbeitsgruppe im ZVEI sich äußern. Wir haben im ZVEI Folgendes besprochen. Es ist aber auch immer in den Board-Meetings der KNX Association so, dass sehr darauf geachtet wird, dass Deutschland dort nicht einen zu großen Gesprächsanteil hat. Also es ist ähnlich wie im Parlament, wo man Redezeit und Inhaltszeit ist halt wichtig und es möchte eigentlich keiner der Hersteller Deutschland zugestehen, da eine besondere Rolle zu haben. Und da wird auch immer darauf hingewiesen. Das hat mich am Anfang sehr gewundert, aber ich habe später verstanden, warum. Es ist eben so, dass viele deutschsprachige Vertreter dort da sind, selbst wenn es sich zum Beispiel um einen französischen Konzern handelt, dann haben die einen deutschsprachigen Vertreter da und dann tendiert man automatisch in die Richtung, immer deutsch zu denken. Und das kann bei einem Weltstandard natürlich nicht das Maß der Dinge sein, die deutschen Märkte in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen wird eben auch viel über die internationalen Themen gesprochen und nur am Rande Deutschland erwähnt. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du bist jetzt schon eine ganze Weile im Board und du möchtest die Interessen auch der Öffentlichkeit von anderen Menschen dort mitbringen in das Board und die Möglichkeiten eben dort mitnehmen. Hast du denn das Gefühl, du kannst da wirklich etwas bewegen oder ist das so ein Riesensystem, wo du als einzelne Person dir das einfach anders vorgestellt hast, als es vielleicht bisher gelaufen ist? Naja, man muss sagen, in der Association ist es so, dass man bedingt dadurch, dass man 14 Boardmitglieder hat von 14 verschiedenen Unternehmen, das eigentliche Tagesgeschäft macht die Geschäftsführung. Also die Geschäftsstelle in Brüssel und die hat natürlich ein Eigenleben. Die trifft eigene Beschlüsse. Das sind Menschen, die das schon sehr lange machen. Wir haben dem Geschäftsführer Herrn Demarest gerade gratuliert zu seinem Jubiläum. Der ist von Anfang an dabei. Und natürlich verfolgen die ganz klar ihre Strategien, treffen ihre Absprachen. Und wenn der Chef nicht der Chef ist, sondern 14 Chefs, dann ist klar, dass das Board niemals alles regeln kann, sondern da geht es immer um grundsätzliche Dinge. Wo wollen wir hin? Wo setzen wir die Prioritäten? Und darüber wird abgestimmt. Es wird nicht abgestimmt über das ganz normale Tagesgeschäft oder besondere kleine Engagements, sondern das macht dann tatsächlich die Geschäftsstelle, sprich Herr Lux und Herr Demarest haben als Geschäftsführer der KNX Association sehr, sehr viel Spielraum, sind aber natürlich an Boardbeschlüsse gebunden. Das heißt, wenn ich etwas beeinflussen möchte, bringe ich einen Antrag ein oder ich bringe es einfach auf die Tagesordnung. So habe ich es gemacht und das hat in allen Fällen bisher funktioniert. Also ich bin selbst erstaunt, wenn man seine Themen gut vorbereitet und etwas einbringt, dann wird eigentlich vor den Board-Meetings diskutiert die Geschäftsstelle, also die Association, mit einem, ob das sinnvoll ist, ob es das vorher schon mal gab, ob darüber schon abgestimmt wurde und so weiter und so fort. Ich kann aber auch als Board-Mitglied sagen, ich will, dass das jetzt passiert, also dass das in das Board-Meeting kommt und dann geschieht dies auch. Also das kann dann niemand verhindern. Und ich habe jetzt schon sehr viele Diskussionen im Board erlebt, die eben aus meiner Sicht sehr positiv gelaufen sind, wo man eben sagt, es gab zwar Leute, die das Thema nicht besprechen wollten oder ganz anderer Meinung waren,
am Ende hat sich aus meiner Sicht immer die vernünftige Entscheidung durchgesetzt. Und das stimmt mich sehr positiv für die Zukunft des KNX. Das klingt aber doch eigentlich alles sehr positiv. Jetzt frage ich mich, wir sind ja heute hier zusammengekommen, weil ihr die Landesvertretung Deutschland gegründet habt mit dem KNX Deutschland e.V. Was waren denn dann die Motive für die Gründung, wenn du doch jetzt eigentlich schon sehr viel dort bewegen kannst? Und ja, welche Interessen vertrittst du denn dort aktuell dann? Oder muss man das komplett voneinander trennen sogar? Ich glaube, man muss es bis zu einem gewissen Grad trennen. Aber Deutschland ist für den KNX der wichtigste Absatzmarkt, mit Abstand. Also das ist wirklich mit großem Abstand. Und aus meiner Sicht gab es das Problem, dass das gezielte Marketing des KNX-Standards sehr begrenzt war in Deutschland. Wir haben immer zur Light and Building gab es dann ein Kolloquium. Früher hieß es KNX-Kolloquium, dann ist dem ZVE eingefallen, das geht ja gar nicht, weil der Branchenverband muss natürlich systemneutral sein. Also heißt es dann Kolloquium Gebäudeautomation und die Kollegen von Bagnet und Dali und Loxon waren dann quasi auch eingeladen. Und da sehen wir auch schon den großen Widerspruch. Die Arbeitsgruppe darf nicht für einen Standard sprechen, nicht für einen Standard werben. Sie muss systemneutral sein. Ein Riesenproblem, wenn ich gleichzeitig die Vermarktung des Standards in dem jeweiligen Land, in diesem Fall Deutschland, vorantreiben will. Und das Ergebnis ist eben, dass sehr wenig in Richtung Marketing passiert ist. Nachdem wir ja in den letzten Jahren einen neuen Wettbewerb im Kampf um die Standards in der Gebäudeautomation bekommen haben, hatte ich immer mehr Bauchschmerzen. Also der eine Name ist schon gefallen, Loxon ist da sehr, sehr erfolgreich unterwegs im deutschen Markt. Den anderen habe ich auch schon erwähnt, den Dali. Dann gibt es noch Homematic, auch erfolgreich unterwegs. Und die rühren natürlich alle ihre eigene Werbetrommel und das sehr erfolgreich und sehr laut. Und der KNX erträgt das dann aus meiner Sicht einfach. Ne? Also wenn dann eine Werbung kommt von einer Firma Loxon, wo dann auf sehr lustige Art der KNX angegriffen wird. Ich habe da was in Erinnerung, wo der Freund einer Dame, die eben den KNX darstellt, auf einmal der hübschen Loxon-Dame nachschaut. Dann tut mir das weh. Und wenn dann Gerüchte geschürt werden, dass eben der KNX doch so teuer wäre, sowohl aus Homematic-Sicht als auch aus Loxon-Sicht, und keiner aufsteht und sagt, Moment, das stimmt ja alles gar nicht. Wir erinnern uns, Matthias, an dein Preisvergleichsvideo. Das hat ja Wellen geschlagen, hoch 10 in allen Communities, weil du bewiesen hast, dass eben die Standards preislich sich kaum unterscheiden. Also dass es einfach die Wahl des Bauherrn sein sollte nach Funktionalität, nach Qualität, nach Bedienbarkeit, nach Einrichtungsfreundlichkeit, was auch immer, aber der Preis ist es jetzt nicht wirklich. Also da reden wir dann wirklich von sehr, sehr kleinen Unterschieden. Und da gibt es aber aus dem KNX-Bereich, wie gesagt, keinen, der das auch mal klar kommuniziert hat, weil eben alle sagen, ja, müssen ja die anderen machen. Also das muss ja irgendwie von dem Standard kommen. Ich kann das jetzt für mein System machen, aber eigentlich muss es vom Standard kommen. Und das kam halt nicht. Jetzt haben wir die Möglichkeiten. Jetzt haben wir ein gemeinsames Budget und können diese Themen angehen und brennen drauf. Thema Budget, wo kommt das Ganze her? Natürlich aus den Mitgliedern, die ihre Beiträge leisten, aber wie sieht da die Zusammenarbeit mit der KNX Association aus? Gibt es da Rückenwind? Sieht man das eher skeptisch? Wie muss man das sehen, dass sich das jetzt vom ZVI noch so ein weiterer Zweig bildet? Ja, wie finanziert sich das Ganze? Wir haben quasi das Board in der KNX Association genutzt, damit die deutschen Mitglieder der KNX Association sich abstimmen. Wir haben eine sehr umfangreiche Arbeitsgruppe gehabt, die sich mit den Themen beschäftigt hat. Warum brauchen wir eine deutsche Landesgruppe? Was soll die machen? Wie ist die Zielsetzung?
Und dann ging es natürlich auch um Finanzen. Und wir haben einen Businessplan erstellt, der ganz klar beinhaltet, was wir brauchen. Und wir haben uns auch über Mitgliedschaftsgebühren abgestimmt. Und es ist jetzt so, dass eben eine Stimme in der Mitgliederversammlung 80 Euro kostet und maximal 100 Stimmen von einem Unternehmen gekauft werden können. Und das haben wir unterteilt. Also ist es so, dass eben die höchste Stufe der Mitgliedschaft 8.000 Euro im Jahr kostet und die niedrigste 80 Euro. Die niedrigste ist dann eben für Bauherren und sonstige Marktteilnehmer gedacht, die wenig Geld ausgeben können, aber trotzdem den Standard unterstützen wollen. Und dann geht es nach oben für den Hersteller dann eben mit über 400 Mitarbeitern sind dann die 8.000 Euro Jahresmitgliedschaftsgebühr der Standard. Wir haben unseren ersten Meilenstein quasi schon erreicht, ohne zu viel zu sagen. Wir haben also für das nächste Jahr und für dieses Jahr die Geschäftsstelle mit ihrem Leiter der Geschäftsstelle, Mio Maric, Vollzeit durchfinanziert. Also wir können jetzt sagen, wir haben 50 aktive Mitglieder. Das wird dann, ist jetzt gerade kommuniziert worden vor 2 Tagen, dass wir jetzt 50 Mitglieder haben. Und alle laufenden Kosten fürs nächste Jahr oder sagen wir mal die Pflichtkosten, da gibt es natürlich Wünsche, dass wir noch mehr machen wollen, zum Beispiel im Bereich Marketing, aber das ist alles gedeckt. Und das ist erstmal schön, in so kurzer Zeit solch ein Ergebnis erreicht zu haben. Perfekt. Das klingt alles sehr gut. Ich denke, die Motive für die Gründung sind klar geworden, als du den ganzen Weg einmal aufgezeichnet hast. Vielen Dank dafür. Ich schiele schon die ganze Zeit nebenbei ein bisschen auf Uhr. Wir sind weit über die geplante Zeit hinaus. Ich hoffe, ihr seid alle noch dabei. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir unterteilen das in ein zweites Video. Das Ganze findet ihr dann auf meinem Kanal. Wir verlinken euch das auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und da sprechen wir dann einfach nochmal über die Details, die du gerade schon angefangen hast, über den KNX Deutschland e.V. auszuführen. Da sprechen wir einfach nochmal im Detail drüber, wer kann dort Mitglied sein, welche Rollen und so weiter. Schau dort gerne vorbei. Vielen Dank erstmal an dich, Michael, für deine Zeit und die Ausführungen. Und wir sehen uns dann gleich im zweiten Video wieder, würde ich sagen. Danke dir, Matthias.